Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit mir, dem Doomsday und Silent Hill 2 Remake für die PS5. In der letzten Folge haben wir Maria kennengelernt, mit der wir durch die Stadt gelaufen sind und haben ein bisschen Action gemacht. Und wir sind jetzt in einer Bar-Club angekommen, wo sie wohl anscheinend gearbeitet hat. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und wie es jetzt weitergeht, das sehen wir jetzt. Ich habe eine Vermutung, wir kommen jetzt ins Krankenhaus. Das wird sehr interessant. Schauen wir mal. Let's go. So, gespeichert habe ich. Warte, ich will nochmal hier drüben gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ah, da. Krankenschwester-Outfit. Das ist, glaube ich, schon ein Hinweis aufs Krankenhaus. Okay, dann gehen wir mal dahin. Let me know when you want to move on. Kann ich denn hier noch irgendwas machen? Warte mal. Ist hier denn noch irgendwas? Den einen Raum konnte man ja nicht rein. Warte mal, ich will nur mal zur Sicherheit gucken, ob der Raum jetzt vielleicht offen ist. Ich glaube es zwar nicht, aber wir können ja mal gucken. Bisschen die Gewaltader freien Lauf lassen, aber nö. Okay, dann können wir weiter. Scheinbar gibt es dann mehr nicht. Let's go. Let's go. Alright then. Come on. Aber es begleitet mich doch jetzt nicht für den Rest des Spiels, oder? Nee, glaube ich nicht. Nicht einschlafen beim Laufen. Come back later if you want. You know, in case we need a break. I'm not sure if that's a good idea. Whatever you say. I mean, any port in the storm, right? I guess so. Vor allem, ist der Nebel eigentlich immer, oder? Again. Wiederholst dich. Naja, wir gehen jetzt Richtung Krankenhaus. Yay. Aber wir können ja noch nach rechts. Gucken, ob wir hier noch irgendwas Schönes finden. Bis auf Gegner. Okay, it's not far now. Wo willst denn du eigentlich hin? Hat sie eigentlich erwähnt, wo wir hin wollen? Nee, gell? In der Stadt könnte man so viel Zeug verstecken. Okay, hier ist gesperrt. Okay. Ist dies. Look, we're on the other side of that chasm. Ja. Some detour. But hey, at least we're here. Here meaning where exactly? Come on, we'll find out. Das Radio. James? Sind das nur für Insekten? Mich echt mal interessieren, was das mit diesen Insekten auf sich hat. Sind die dafür verantwortlich, dass die alle hier rumlaufen? Scheinbar war es hier richtig. Lass mich raten, zurück geht nicht mehr. Wer hätte es gedacht? That's it? A garden? There's a bit more to it than that.
If you say so. I don't think I've been here before. Come on. She's just around the corner. She? Wer sie? Also viel wie jetzt geredet wird, so viel hast du in den letzten 4 Stunden nicht gehört, ey. There's a story told around these parts, kind of a local legend. Tells of a woman who was cast out, sentenced to die on an island out on the lake. There was a man in town who fell madly in love with her. And every night, he would sneak out, row across the lake, bringing her food and company. And every night she would stand there on the shore holding a lit candle to help him find his way. But this one night a terrible storm broke out, caught him out in the open, and it blew out the candle. Even in darkness, the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle to bring her beloved home, to lead him to shore. Not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale. But she's become something of a local saint. Patron of undying love. Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. It's okay. There's plenty of other places to look. We can still... Come on. Oh, das ist das Mädchen. Schauen wir mal, wer da war. Irgendjemand hat geschrien. Nee, wollen wir trotzdem umgucken. I think it came from inside the theater. Ja, da können wir rein. Da ja, müssen wir sogar. Ich vermute mal, die Tür ist zu. War ja klar. Und da ist wieder so dunkel drin. Ah, oh, immer diese Dunkelheit. You okay? Yeah. Maybe you better wait here. Okay. Not much of a movie fan anyway. Aber kannst du dich hier draußen auch alleine wehren? And James? Yeah. Be careful in there. Yeah. Eddie! Da haben wir doch beide.
that too? Spannender Film, den zu gucken. Muss ich sagen. Kino sind wir jetzt. Erstmal hier umgucken. Weil wir haben nicht mehr viel Munition. Ich denke mal nicht, dass jetzt hier irgendwelche Gegner sind. Würde mich stark wundern. Ich wollte schon sagen, irgendwo muss doch noch Munition rumliegen. Heilung fehlt jetzt noch. Oder noch mehr Munition. Hallo Jungs und Mädels. Eddie? Oh. Dass der es bisher geschafft hat. James. We met back at the apartment building. Yeah, I remember. Okay. I see that you didn't make it out yet. Yeah. I just didn't get around to it yet. Well, at least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? No. Well, that's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. Ich hab der sauer auf uns. Alter, frisst du da geschmolzenes Eis oder was? Lecker. Gott, ist das dunkel. Who is that girl anyway? I don't know. All I know is her name. I swear. Didn't you want to go after her? Better hurry. Laura can be pretty quick when she wants to. Suit yourself. Okay. Wow, die Geräusche. Pfui. Was ist hier? Kino neben Kino. Das ist aber nicht gut für die Filme, wenn die genau nebeneinander sind. Seid ihr gut isoliert? Laura? Ist sie da oben? Nee. Die wird zu sein? Ja, wer hätte es gedacht? Hello. Nix. Nix.
sind viele Filme. Hey! Warum muss der eigentlich jedes Mal wegrennen? Sitzt der noch? Ja, er sitzt da unten noch. Alle leer. Echt großes Kino, oder? Stop! It's dangerous! Jetzt geht die raus. Oh. Jetzt geht die Tür komischerweise auf. Bei mir ging sie vorhin nicht auf. Maria? Did you see a little girl? Yeah, I tried to stop her, but she went that way. We can still catch her. Ey, wird das Krankenhaus sein, wa? Naja. Das wird ein Spaß, das sage ich euch. Wir schauen noch mal kurz hier hinten, ob hier noch was ist. Nee, okay. Dann auf zum Krankenhaus. Da liegt Munition. Die würde ich gerne mitnehmen. Und im Krankenwagen liegt bestimmt noch Medizin. Oder auch nicht. Wo sind denn mehrere? Ah, sag ich doch. Und jetzt? Hier ist gesperrt. Wir können ja nicht drüber klettern. James, look. Eingewiesen. Okay. Oh, ich kann euch versprechen, das wird ein Riesenspaß da drin. Da bekommen wir es auch mit neuen Gegnern zu tun. Ich will noch mal hinten in der Ecke gucken, ob hier noch was ist. Aber anscheinend nicht. Ja, dann ab ins Krankenhaus. Weil wir so ähnlich wie das Apartment werden. Wahrscheinlich auch wieder mit einer anderen Welt. Das ist Schrotkugeln. Stimmt. Im Krankenhaus bekommen wir auch eine Schrotflinte. Man kann sie sogar verpassen. Das heißt, wir müssen uns hier richtig umgucken. Is that a gun cabinet in a hospital? Yeah, but it's empty. Ja, die ist irgendwo anders. Somehow that seems worse. Sicherheitsvorschriften für Schrotflinten. Sichere Richtung. Richten Sie Ihre Waffe in eine ungefährliche Richtung, damit eine versehentliche Entladung keine Verletzungsgefahr darstellt. Finger weg vom Abzug. Legen Sie den Finger erst dann auf den Abzug, wenn Sie bereit sind, auf Ihr Ziel zu schießen. Waffe ungeladen lassen. Lassen Sie Ihre Waffe während der Aufbewahrung ungeladen. Laden Sie Ihre Waffe erst, wenn Sie sie benutzen möchten. Stellt sich die Frage, warum hat der Krankenhaus eine Schrotflinte? Also. Okay. Warum nicht? Ja, jetzt geht das Suchspiel wieder los. Ich habe noch keine Karte. Hier haben wir. Ach du Scheiße, ist das groß. Wow. Das hat sogar einen Garten, Gewächshaus.
Ich sag doch, das wird ein Spaß hier drin. Where did she go? I don't know. Das ist eine gute Frage. Let's look around. Was haben wir hier? Da wiederholt Schlüssel verlegt worden, müssen sie ab jetzt zum Ende jeder Schicht in den Schlüsselkasten zurückgebracht werden. Alle Mitarbeiter müssen sich die Schlüsselkombination einbringen und dürfen sie unter keinen Umständen an unautorisiertes Personal weitergeben. Bei Problemen wenden sie sich bitte an die Oberschwester in Untersuchungszimmer 3. Da wird das erstmal unser erstes Ziel sein, wa? Da drüben, okay. Was hängt hier? Der Direktor hat die Akten der drei kritischen Patienten angefordert. Du weißt ja, welche das sind. Könntest du sie bitte in sein Büro bringen? Kritische Patienten. Mhm. Hm. Okay. Wir haben jetzt nochmal einen Speicherpunkt. Den werden wir auch mal kurz benutzen. So, hier brauchen wir wohl eine Kombination. Also ein Schlüssel drin. Wir können jetzt natürlich auch Kombinationen ausprobieren, aber da gibt es verdammt viele Möglichkeiten. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Zimmer 3. Nurses in Training. Heißt in die Richtung. Können wir Maria blenden? Tatsache. You trying to blind me, James? Ja. Also hier lang. Nicht vergessen, wenn Sie an unter folgenden Symptomen leiden, verminderter Appetit, dann kontaktieren Sie bitte sofort einen Arzt. Okay. Hier rechts gibt es ein Treppenhaus. Oh. There. Laura. Wait. It's okay. We don't want to hurt you. God damn it. Warum rennt die immer weg? Why would she run from us? Ja. I don't think she likes me very much. But why? Mal kurz nach unten gucken. Er hat schon zu irgendwas geguckt. Ah. Und hier wird zu sein. Ah. Stimmt, ich habe den Wagenheber noch. Wer weiß der wo ist. Bin bestimmt schon dran vorbeigelaufen oder so. Naja. So, Zimmer 3. Übernächste Zimmer. Zu. Kein Strom. Ja, wer hätte das gedacht? Ich glaube, mehr werden wir hier nicht machen können, ne? Bis jetzt. Ich habe auch die Verbindung, dass wir hier auch wieder in eine andere. Oh, warte mal. In eine andere Welt kommen. Da ist gerade irgendwas umgefallen oder so. Also an Heilung mangelt es mir echt nicht. Ich habe es nochmal aufgeschrieben, damit du es dir endlich merkst. Schau dich einfach um, wenn du in der Eingangshalle bist. Denk dran, Schwestern, Ärzte, Bäume. Was hast du jetzt markiert? Vorhängeschloss. Schwestern, Ärzte, Bäume. Hat er aufgeschrieben, okay.
So, da ging's nicht. Er hat gar nicht markiert, dass hinten zu ist. Jetzt ist es markiert. Könnten wir hier noch nach links? Nein. Okay. Schwestern, Ärzte, Bäume. Müssen wir nochmal gucken. Das Geräusch. Hey, wo war das? Hier war das. Schwestern, Ärzte, Bäume. Was ist damit gemeint? Der Eingangshalter. Das ist ja hier, ne? Ups. Genau. Ah, Schwestern, Ärzte, Bäume. Ich verstehe. Die Anzahl der... Warte mal, wo sind die Bäume? Hier. Okay, also Schwestern sind es. Hey, wo waren das? Hab ich das Bild gesehen? Hier. Schwestern sind es 2, 4, 6, 7. You looking for something in these photos? Schwestern, Ärzte, 7, 2 und Bäume sind 4. 1, 2, 3, 4, ja. Also 7, 2, 4. Easy. Second floor? Basement. Für den Keller. Aber ist die Frage, gehen wir jetzt hoch zu ihr? Oder... Ach du Scheiße. Das wird dann wohl der Keller sein. Gehen wir mal in den Keller, hä? Schauen wir, was uns da erwartet. Place feels so empty. Na, sei froh. More than the other places we've been. Besser als wenn ihr jetzt nicht da aus dem Monster rumrennt. Nee, das ist der Keller. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier noch nicht sein sollten. Ich glaube, wir sollten hier noch nicht sein. Oh. Brauchen anscheinend Benzin. More of those things. Ich glaube nicht, dass wir hier... Oh. Okay, das hat mich erschrocken. Das habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Steckt sich das einfach in der Ecke. Die Sau. Ist das dunkel? Ja, ja, ich sehe dich. Da ist Benzin.
Können wir für ein bisschen Licht sorgen, hoffentlich. Da. Ach, der ist leer. Ich dachte, der wäre voll. Ah ja, klar. They're coming. Nee, nee, nee. Geh weg. Jetzt hätte ich beinahe auf Marie geschossen. Maria, sorry. Für was bist denn du gut? Hm. Ach so. Ah, ich sehe es. Ja, an Munition mangelt es uns echt gerade nicht. Was ist das für ein Raum? Das Lager. Geh mal weg da. Push. Hey. Don't worry. I'll be right back. Better. Wäre jetzt blöd, wenn es angegriffen werden würde. Ah. Wir haben unser Benzin. Okay. Jetzt noch eine Karte. Die ist viel größer. Krankenhausproblem 1932. Das war mal größer, oder? Hast du Notizen gemacht jetzt? Nee. Ich höre einen Gegner auf jeden Fall. Hier ist ja eben noch was um die Ecke gelaufen, oder? Ah ja. Wie die sich hier mal verstecken? Der hat doch gelebt! Okay, ich sollte dann, wenn ich sie erschieße, immer noch draufschlagen. Oder sterben die erst, wenn die bluten? Also wenn Blut auf dem Boden ist. Weil anscheinend war keine Blutpfütze hier. Interessant. Geht's denn hier hin? Ach, Abkürzung. Oder machen wir jetzt mal den Strom an. Anders. Hier hinten. Und es werde Licht. Naja, nicht viel Licht. Bleib liegen.
Hätte ich das machen müssen, um überhaupt zu dem Mädchen zu kommen, oder was? Bekleidet sie uns das ganze Krankenhaus, echt? Watch it. Nö. Was ist mit dir? Hey. You okay? I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Maybe you should rest. Yeah. Okay. Na, ich würde mich da jetzt nicht hinlegen. James? I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. Back soon, okay? Okay. Sorry, I just need a moment. Dann würde ich doch wenigstens die Tür abschließen. Ich glaube, das ist hier nicht so sicher, das Krankenhaus. Aber okay, wo sind wir jetzt eigentlich? C5 ist Mary mit einem M. Ich denke mal, wir sollen ins Büro. Wir schauen erstmal, was hier offen ist. Nein, hier wollen wir nicht hin. Noch nicht. Was ist das? Leave the rest to us. Okay. Das ist zu. C3 ist ein Speicherpunkt. Können wir eigentlich heilen? Ja, komm. Heilen wir mal. Sagten die Zeit. Oh, wir sind ja gleich wieder am Ende angekommen. Also ich weiß ja nicht, wie es in Amerika ist, aber überall liegt Munition rum. Typisch Amerika. Ah, deswegen hätte man nicht hochgekonnt. Ja, es war schon richtig, dass wir den Fahrstuhl zum Laufen gebracht haben. Draußen ist Nacht und der Nebel ist weg. Was haben wir hier? Ich frage mich nur, wo die Schrotflinte ist, ey. Ja, also Munition haben wir erstmal genommen. Gut, ehe wir uns hier weiter umgucken. Warte mal, ist die Tür überhaupt offen?
Gut, das werden wir dann wahrscheinlich von der anderen Seite aufmachen können. Also wir müssen dann oben lang. Anderen Weg gibt es hier erstmal nicht. Okay. Ja, wie es dann im Krankenhaus weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge einschaltet. Und bis dahin, haut rein. Doomsday, macht's gut, bis zum nächsten Mal.